herzlich willkommen hier. Zwei Noobs auf dem Schlachtfeld schleichen, ducken, wegrennen. Mein lieber Klabautermann-LP, wo landen wir denn heute? Ich weiß es nicht so genau. Ich kenne die Map noch nicht wirklich gut. Ich auch nicht. Da sind wir schon mal zwei. Wir könnten nach La Bendita, wo das Flugzeug in den Krater gestürzt ist. Oh ja, das können wir mal probieren. Da bin ich gerne dabei. Weil wir da schon relativ dicht vorbeifliegen. Wobei, man unterschätzt es immer auf dieser Map. Wir unterschätzen es oft. Ich habe übrigens Aufnahme gedrückt, du auch? Ich auch und ich drücke jetzt auf F. So. Der Motivationsjingle ging durch. Und, okay, ich sehe da noch zwei, drei andere. Wobei ich vermute, die wollen eher in dieses Bergwerk-Dingens. Das sieht von oben schon echt brutal aus, ne? Okay, nee, einer will da auch rein. Ich drehe ab und gehe zu dem kleinen Häuschen vorne dran. Okay, dann gehe ich in diese kleine Ranch gerade drüber hinweg. Da wo was ist das hier? Da wo der Pfeffer wächst, da wohnt der Hase. Ich bin quasi gerade drüber geflogen. Ich hab's gesehen auf der Map. Au! Oh. Ich hab mir mein Kinn quasi aufgeschlagen. Am Auto. Wenn dir das Spaß macht, mein Gott. Ja, nee, eigentlich nicht so wirklich, aber irgendwie, es sah schon. Ich habe gerade, kennst du das, wenn du siehst, wie sich jemand wehtut, dann geht einem das selber so durch Knochen, durch Mark und Bein irgendwie? Manchmal ja, manchmal freue ich mich auch, wenn ich das beobachte über meine Kimme und Korn hinweg, dann finde ich das ganz gut, wenn es dem wehtut. Das sah schon richtig hart brutal aus, aber hier geht's ja schon richtig ab. Was machen wir denn jetzt? Scheinbar ist La Bendita ein umkämpftes Pflaster. Finde ich jetzt aber nicht so schön. Bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht so genau, was wir clevererweise machen. Zumal sich das echt nah an mir anhört. Und jetzt? Flüchten? Flitzen? Oder... Wollen wir hier runter nach Los Leones? Ans Nordende? Was ich gelb markiert habe? Ja. Ich flitze schon mal dahin. Ich renne runter in der Hoffnung, dass ich irgendwie zur Tür noch rauskomme. Aber da sind wir. Ach, guck mal, wir sind sogar recht relativ nah, also sogar an der Zone. Das gefällt mir ganz gut, würde ich sagen. So, ist dann aber auch die letzte Folge, die wir jetzt aufnehmen. Auch wenn morgen der letzte Arbeitstag ist, muss er trotzdem früh raus. Mann. Wo muss ich denn hin? Nach Gelb, habe ich gesagt, oder? Ja, da renne ich schon die ganze Zeit hin, oder war das falsch? Nee, das ist richtig. Das finde ich gut. Aber irgendwas stimmt hier doch nicht. Wieso muss ich denn dafür über den Berg wieder drüber? Wo rennst du denn überhaupt rum? Mann! Ist doch voll weit weg. Hat der Eddie nicht gerade gesagt, wir müssen irgendwie nah beieinander bleiben? Oder der Marcel war das. Der Marcel war das, ne? Der alte Fuchs. Der Fuchsige. Der Pfiffige. Ach, da ist der Krater. Nee. Wo ist denn der scheiß Krater? Egal. Ich renne jetzt zu Two Crazy Games rüber. Ja, das macht Sinn. Nein. Das macht sehr viel Sinn. Das ergibt vielleicht Sinn. Sorry, das macht Sinn, tut meinen Ohren weh. Das macht Sinn. Ist da oben, wo du bist, viel Loot? Ja. Weil sonst würde ich das kleine Häuschen zwischen uns würde ich mir sonst vornehmen. Ja, das ist da. Und ich meine, du siehst es von der Straße aus vielleicht besser, dass da ein Auto stünde.
Ich spring's mal gerade runter gleich. Ich schnapp mir nochmal gerade den Rucksack hier. Nee, das ist So, kaputt. 9 mm. Das, was ich gesehen hatte, war kaputt. Ist alles doof. Da wo du gerade bist, bleib da mal. Ich würde jetzt ungern dann hier in diese Zahl gehen, weil das, dass ich hier, da, dass ich da, ich vermute, dass hier unten welche hocken und irgendwie. Einen Spaß draus machen, uns zu erwarten. Ja, aber was machen wir dann, wenn du hier bist? Ja, Richtung blaue Zone. Also die Straße entlang. Ja, würde ich sagen. Das würde ich sagen, ja. So, ich bin da. Ich komme, ich loote gleich noch ein bisschen mit und dann Nee, müssten wir auch schon. lass uns los zur Zone. Ich laufe schon los. Aber in die falsche Richtung. Ja, komm, ein bisschen risky kann es ja sein. Du hast vorhin selber gesagt, irgendwie, die Zone, die ist nicht so schlimm. Siehst du, guck mal hier. Polizei, Westestufe. Drei. Ich habe eine Fahne gefunden. Hä, wo warst du denn, wo ich nicht war? Ich dachte, ich wäre da durchgelootet. Ja, bist du nicht wirklich hier durchgelootet, ne? Siehst du mal? Hättest du mal auf Onkel Tommy gehört. Und auf dem Dach warst du auch nicht. Meinst du? Ja, aber ich bin mal gespannt auf die neue Wintermap, die da kommt. Willst du mich verarschen? Eine Wintermap? Ja. Hab ich letztens irgendwo gelesen. Ich weiß auch nicht, wo genau. Ist auch Aber es soll kaputt. wohl eine Wintermap kommen. Hier, der Buggy ist heile. Weil die Wüstenmap, sind wir mal ehrlich, wenn du da zufällig gerade eine gute Position hast, dann kannst du die meisten schon richtig hart aus der Ferne kalt machen. Bin drin. Ja, und sie haben diesen Bug wohl in das Spiel implementiert. Bad Module Info funktioniert nicht mehr. Ich schaue, dass ich schnell wieder reinkomme. Ja, jetzt sehe ich auch wieder was. Die Texturen sind zwar noch nicht so ganz da, aber ja, dann lass uns doch noch, oder lass uns da rein. Ich wollte eigentlich straight hier reinfahren, aber. Ich wollte mal absteigen. Hallo? Okay. Auch spannend. Okay, wieso kann ich jetzt nicht absteigen? Wie? Du kannst nicht absteigen. Ich kann mich drehen, aber ich kann nicht absteigen. Oh, Scheiße, schießen kann ich auch. Ach, du hast geschossen? Ja. Halt noch mal an, ob ich dann absteigen kann. Was ist das für ein Scheiß? Jetzt bin ich auf diesem Ding hier festgebackt. Ja, jetzt musst du mit mir in die Feuergefechte reinfahren. Oh Gott. Und musst mich immer Das wird doch in nichts. Position fahren. In irgendeine Position, von der heraus du bestimmt. Ja. Fahr mal rechts ran, dass ich mal. Ich probiere mal mit Steuerung 1 umzusteigen, ob das vielleicht Warte geht. mal. Ja, warte mal. Wir lassen es mal irgendwo safe hinstellen. Da drüben in die Halle rein. Ha, das war die Idee. Das Tatsache, war die Lösung. cool. Naja, Das war klasse. cool ist anders, aber. So, jetzt Aber wir sind jetzt mittendrin. hat er wieder alles verstellt. Aber wir sind mittendrin, Klabi. Ja, auch cool. Siehst du mal? Ist das schräg.
Das war jetzt aber richtig schräg, ne? Aber wir können jetzt so lange hier bleiben und gucken, wie sich die Zone entwickelt. Und dann können wir das Auto nehmen und dann weiterheizen. Ist auch nicht schlecht, ne? Gib mir Ziele. Ich habe einen Achter Zoom Echt? und Wo ist denn das her? eine Ska. Da, wo wir vorhin waren, So. gefunden. Cool. So, die Zone ist gleich da, wo sie sein soll. Und dann haben wir direkt einen Blick darauf, wo es weitergeht. Also wir sind relativ safe. Also wir können mal probieren, ob wir irgendwie hier zu gelb kommen. Beziehungsweise da, wo du markiert hast. Bomber, oder? Ja. Also campen kann jeder, was, ne? Jetzt lass mir doch mal meinen Achterscope. Wofür habe ich das sonst? Bin drin. Okay. Ich glaube, du bist mit dem Hinterrad an dem einen Stein hängen geblieben. Wie realistisch. Ja, weil das ist ein bisschen breiter als das Vorderrad. Guck mal, das war so eine Mini-City irgendwie, wo wir da mal anhalten, oder? Ich habe bei diesen Favelas immer nichts gefunden. Okay, wir werden beschossen. Ich weiß aber nicht von wo. Hm, Ich glaube genau. auch, die Steine, die aus dem Boden rausgucken, die sind gefährlich. Bist du sicher, dass die nicht von hier aus geschossen haben? Ich würde eher durch den Zaun durchbrettern. Wenn es geht, ja, es geht. Das geht auch. Und eher das weiße Haus da hinten, auf das wir gerade zuheizen, mal als. Und dann drehen wir uns um und gucken, ja, auf alle Fälle von hinten woher sie irgendwie. schießen. So, ihr Schweine. Jetzt gehen wir hier rein. Der Tommy gibt mir Rückendeckung. Wir gehen ins erste Obergeschoss. Gibt's sowas hier? Nein, aber liegt ein Drink für dich. Gibt es ein erstes Obergeschoss und dann sniper ich die alle weg. Scheiße, gibt es kein Fenster in die Richtung. Das müsste ja dann Richtung Nordosten sein. Oder? Woher die schießen? Das kann sein. Da ehrlich gesagt jetzt gar nicht so sehr darauf geachtet. Schwierige Position, ganz. Ja. Ich würde eher weiterfahren. Ja. Ja, also ich habe hier kein gutes Schussfeld. Aber wohin? Oder wir gehen zu Fuß nach Monte Nuevo rüber. Was zu Fuß? Zu Fuß rüber nach Monte Nuevo. Oh, da wird es aber spannend. Ich glaube, da kam auch die Oder Spitze her. zu den Bergen hier hoch. Nee, da wurde ja geschossen. Ach nee. Ach Quatsch. Ich bin ja. Ja, das können wir mal versuchen. Lass uns das mal versuchen. Hier hinten müssen es die Berge sein, oder ja? Ah, oh, wie spannend.
Oh. Wo bist du denn? Hier hinter dem Baum. Ich glaube, ich komme auch mal da hoch. Ja, aber hier sitzt du ein bisschen auf dem Präsentierteller. Dann bleibe ich hier in der Kuhle drin. Ehrlich gesagt. Ja, ich will nur gern mal dahin snipen, wo wir herkamen. Snipe du mal, ich versuche mal hier irgendwie. Irgendjemand schießt auf uns. Ja, aber von wo? Ich glaube, das sind unsere Freunde von vorhin. Komm hier runter. Ja, der hat wahrscheinlich so irgendein K-Ding oder sowas. Ja, irgend so ein Keck, irgend so ein Dreck. Irgend so ein Keck. Ja, und wir müssen in die Zone. Und das schleunigst, aber wir haben noch 2 Minuten. Jetzt schleunigst oder 2 Minuten? Was? Schleunigst oder 2 Minuten? In 1 Minute. Lass uns gucken, dass wir noch ein bisschen Loot kriegen. Oh shit, das ist doch genau die Richtung, wo unsere Schüsse herkommen. Du, wir können uns das nicht leisten, noch mehr Loot zu kriegen. Doch, können wir. Hoffe ich. Ach, Tommy. Das Problem ist. Ach, komm, ja, komm, lass uns Richtung. Dingens. Aber wir. Wir müssen die jetzt umlaufen. Wir dürfen nicht direkt auf sie zurennen, wenn die wieder weiß, wo wir sind. Und ich würde jetzt. Wohin rennst du jetzt? Also ich glaube, da wo gelb, wo ich jetzt gelb markiere, da ist ja der Böse. Da nicht hinrennen. Wir müssen ja in die Zone. So. Die Zone ist ja genau in Richtung 120, Osten 115. Und da schießt einer auf uns. Mhm. So, also komm mal bitte her und ziele mal bitte schleunigst hier. Guck mal bitte da drüben. Da in der Richtung graues Haus irgendwie. Das graue Haus sehe ich, aber nebendran war noch ein Haus. Da, glaube ich, kamen Geschosse her. Das sehe ich von hier aus nicht. Da steht ein Baum dazwischen. Komm, Klappi, lass uns hier lang laufen. Da haben wir den Berg oder ein bisschen Berg dazwischen. Mhm. Vielleicht klappt das. Vielleicht haben wir da ein bisschen Glück. Berg und Bäume. Ja, und Steine, so ein bisschen, ne? So ein bisschen halt. So, dass man sich zumindest irgendwie hinlegen kann. Ich glaube, sie sind eher in dem weißen Haus. Ich höre ein Auto hinter mir. Ja, da auf der Straße direkt hinter dir. Ja. Aber vielleicht wird das jetzt unter Beschuss genommen. Machen wir da links das graue Häuschen? Da, wo das graue, diese graue Halle da hinten, ne? Da habe ich gerade 2 rumspringen sehen. An der grauen Halle oder an dem weißen Haus, das zur grauen Halle dazugehört? Das weiße Haus, da, das ist genau das weiße Haus. Neben der Halle, neben der großen Halle, das weiße Haus. Welche? Das heißt, wir müssen eigentlich hier runter aufs Feld kommen. Wenn ich jetzt wen sehe, soll ich dann schießen? Ja. Und dann kommst du schleunigst hier mit runter. Hab ihn getroffen. Sogar klar, in sogar die Zone kommt. Oh Scheiße, wie weit muss ich denn runter?
Oh, damn, ich stehe unter Beschuss, Klabby. Ich probiere, ob ich nochmal einen Schuss anbringen kann. Wobei ich sehe nichts. Ich gehe mal da zu dem Felsen rüber. Das könnte schon mir gegolten haben. Nee, die schießen hier auf mich. Und die Schüsse kommen aus der Richtung von da oben, weil die Einschusslöcher mir das verraten. Das Problem ist, ich sehe nicht, von wo die schießen. Ich könnte mir vorstellen. Vor dem weißen Haus ist so eine Veranda, in deine Richtung guckend. Ja, ja. Und da in der Ecke stehen sie und schießen auf dich. Ja, und das wird, und das ist arschig. Und da muss jetzt was passieren. Irgendwie habe ich eine Rauch. Ich habe 5 Rauchgranaten. Soll ich die mal werfen? Ja. Smoke dir das Feld doch zu. Fuck, das funktioniert. Alter. Ich glaube, ich habe einen niedergelegt. Oh, war ja die blaue Zone. Oh, jetzt muss ich aber. Oh, jetzt kommt da auch noch ein Berg. Oh, Freunde, nee, das wird nichts. Die hauen mit ihrem Auto das ab. Wird, ja, das war's. Ich bin auch jetzt im Eimer. Ich glaube, direkt hinter uns. Irgendwie, von wo schießen die denn nur? Alter, was stimmt denn mit den Leuten nicht? Haben die irgendwie lange von wo schießen die? Oh, lauf, Klabi, lauf. Ja, rette du dich. Ich versuche noch ein bisschen hochzukrauchen, aber das ist irgendwie. Boah, das verstehe ich immer nicht. Ich habe auch tatsächlich nur den Energy Drink, den du mir vorhin gegeben hast. Boah, wie hart. Vorhin sitzen die immer noch in diesem Haus da unten. Nee, da sitzt keiner. Aber da saßen die alle drin, ne? 2. Vor allem voll hart irgendwie. Vor allem, du musst dann. Boah, ey, die nächste Zone ist wieder übel weit weg, ne? Fuck it. Also ja, ein Treffer und ich bin weg. Ich laufe jetzt einfach hier mal ein bisschen durch die Gegend und hoffe, dass ich irgendjemanden zuerst sehe oder höre. Du weißt schon, dass die Zone gleich kommt. Ja, ich will einfach noch einen Kill. Fuck. Ey, Wahnsinn, das riecht direkt mit dem Kopfschuss sogar.
So, Alter, die tut ja richtig weh, die Zone. Oh, Klappi, lauf! Na, ich werde das niemals schaffen. Lauf! Lauf! Aber bevor wir abmoderieren, meine Deathcam, die gucke ich mir jetzt noch an. Das muss ich mir jetzt noch mal geben, weil ich muss es jetzt einfach wissen, wo. Ach so, ja klar, okay. Ja, von da aus ist es klar. Wo waren Sie noch im Dings unten oder im? Nee, nee, die wurden jetzt auch, die haben mich noch mitgekillt und dann, ja. Ja, haben sie mich direkt noch erwischt und dann sind sie geflitzt, wie Mit dem doof. geflitzt oder mit dem Fahrzeug waren das die? Nee, die sind gerannt, denke ich mal. Es gibt übrigens Ja. eine Funktion, mit der du dir geh mal in der Lobby auf Ja, Replays. gleich. Mach mal gleich. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal hier auf Two Crazy Games und Klappautermann LP. Wir sind raus. Macht's gut.